Herzlich willkommen wieder zur Straße. Na, alles ist. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema vor uns, nämlich die sogenannte und berühmte Ito-Formel oder auch das Ito-Lemma genannt. Das ist ja eigentlich eine Art Kettenregel. Da geht es darum, wenn x ein Semimartingal ist, was ist denn dann f von x eigentlich für ein Martingal? Also die Hintereinanderausführung von f und x. Beispielsweise kommt man darauf, dass das ganz oft nämlich auch wieder ein Semimartingal ist und erhält dann auch wieder die übliche kanonische Semimartingalzerlegung. Fangen wir also am besten gleich mal an. Kurze Wiederholung, nämlich zur quadratischen Variation. Wir hatten mal in Proposition 1932, wenn m ein beschränktes Martingal ist, dann hatten wir den quadratischen Variationsprozess definiert. Und zwar haben wir Folgendes festgestellt, dass nämlich beschränktes Martingal zum Quadrat minus diesen quadratischen Variationsprozess dasselbe ist wie 2m integriert gegen m. Insbesondere ist es eben auch wieder ein Martingal, weil es ja hier ein Prozess integriert gegen ein Martingal ist, was ja typischerweise auch wieder ein Martingal ist. Also sprich, diese Formel hatten wir hier schon mal. Und was daraus nämlich jetzt eigentlich direkt folgt, ist nämlich, ja, ich kann ja ein lokales Martingal, also angenommen, dass m hier sei ein lokales Martingal, dann kann ich es ja so stoppen, dass der gestoppte Prozess auch wieder ein beschränktes Martingal ist. Und für den gilt dann die Proposition hier. Dann gibt es den Prozess, ja, lokales Martingal gestoppt, sodass ja das hier, wenn ich alles eben an derselben Stoppzeit stoppe, wieder ein Martingal ist. Und das heißt nämlich jetzt auch Folgendes, ja, m gestoppt zum Quadrat minus m gestoppt quadratische Variation, was dasselbe ist wie der gestoppte quadratische Variationsprozess des lokalen Martingals m, dann heißt es, dass diese Proposition nämlich auch einfach dann gilt, wenn ich hier statt einem beschränkten Martingal ein lokales Martingal habe. Einfach weil ich es geeignet stoppen kann, nämlich so, dass das lokale Martingal dann beschränkt ist, weil ich ja Pfade in C habe. Und dann kann ich die Stoppzeit immer so wählen, dass ich eben stoppe, wenn ich einen bestimmten Zustand n überschreite. Das heißt, für lokale Martingale kennen wir jetzt auch schon diese Formel hier, die jetzt auch im Folgenden noch irgendwie wichtig sein wird. Zunächst wollen wir Folgendes machen. Da kommt es nämlich gleich auch zum Tragen, was wir gerade eben besprochen hatten. Wenn ich zwei Semimartingale x und y habe, und was ich hier vergessen habe hinzuschreiben, also halt habe ich gar nicht, stetige Semimartingale, das heißt, x ist zerlegbar in m plus a, m ein lokales Martingal, ein stetiges und a ein Prozess endlicher Variation. Auch stetig. Dann gilt diese Formel, die auch bekannt ist als partielle Integrationsformel. Ja, was jetzt so ähnlich ist wie die, die man kennt. Also ein Prozess mal andere abgeleitet plus andere abgeleitet, eine abgeleitet mal dem anderen ist gleich ja, Produkt der beiden. Und hier steckt auch so was Ähnliches drin. Also einer bezüglich dem anderen integriert und der andere bezüglich dem einen integriert. Und wenn man sich das mal ganz kurz anguckt hier, dann ist es ja so, wenn x und y, also wenn x gleich y ist und sogar ein lokales Martingal, dann steht hier nämlich, dass x Quadrat, gut, minus x0 Quadrat, dasselbe ist wie 2x integriert gegen x plus quadratische Variation von x. Brauche ich hier nur einsetzen. X gleich y und lokales Martingal. Und die Formel, ja, die kennen wir ja schon. Das ist ja die von gerade. Da, hier ist halt m und jetzt heißt es halt x, aber das ist genau dieselbe Formel wie jetzt auch. So. Jetzt ist es aber hier ein stetiges Semimartingal, das heißt, das Ganze verallgemeinert die Formel, die wir gerade schon hatten. Beweisen wir das Ganze.
Erstmal behaupte ich, es genügt, x gleich y zu betrachten und außerdem x0 gleich y0 gleich 0. Ja, warum genügt es? So gut, erstmal x0 gleich y gleich 0 gleich 0. Kann man natürlich deswegen betrachten, weil ich immer das Semi-Integral statt dem Semi-Integral das Semi-Integral minus dem Anfangszustand angucken kann. Und dann ist das minus dem, ja, ist dann gerade das, was ich, also Semi-Integral minus Anfangszustand. Und hier hinten spielen die Anfangszustände ja eigentlich nur eine konstante Rolle. Ja, also darauf kann ich mich auf jeden Fall zurückziehen. Also hier spielt es gar keine Rolle und da eben durch die Konstante. Also ich ziehe mich darauf zurück, aber eben auch auf den Fall x gleich y, weil, und das ist jetzt wichtig, wenn ich das für x gleich y gezeigt habe, dann kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann schreiben 4xy, also ich multipliziere die Zeile hier oben mit 4. Das mache ich deswegen, weil das kann ich nämlich ausdrücken als x plus y zum Quadrat minus x minus y zum Quadrat. Jetzt verwende ich das für diesen Prozess und für diesen Prozess, ich die Formel schon gezeigt habe. Das ist ja gerade ja, x gleich y, also ich habe hier ein volles Quadrat. Dann kann ich nämlich hier weiterschreiben. Das ist jetzt 2 mal x plus y integriert gegen x plus y minus 2 mal x minus y integriert gegen x minus y. Und dann bleibt natürlich noch was übrig, weil eigentlich kriege ich ja von dem Term hier, kriege ich das, was da steht, plus die quadratische Variation von x plus y. Und abziehen tue ich hier die quadratische Variation von x minus y. Aber wir wissen schon, quadratische Variation von x plus y minus quadratische Variation von x minus y, hatten wir mal gesehen, ist dasselbe wie 4 mal die Kovariation aus x und y. Und jetzt ist es nämlich einfach zusammengefasst. Ich habe hier x integriert gegen x. Ich habe aber auch hier x integriert gegen x, das heißt, es fällt weg. Y gegen y fällt weg gegen y mit dem Minus hier. Übrig bleibt x integriert gegen y, zweimal von hier, und x integriert gegen y, auch mit einem Plus von hier. Das heißt, übrig bleibt 4 x integriert gegen y plus, und jetzt ja schon aus Symmetriegründen, 4y integriert gegen x plus 4 mal Kovariation x und y. Das heißt, ich habe nur verwendet, dass ich die Formel gezeigt habe für x gleich y und habe rausgekriegt, die Formel gilt dann hier, das ist genau die identische Formel, mit 4 multipliziert, für x ungleich y. Genau, ich brauche also nur noch x gleich y, um das hier zu betrachten. Und noch eine Vorüberlegung brauchen wir. Ich habe jetzt ja hier stetige Semimartingale. Und wir wissen schon, die Formel für x gleich y gilt, wenn x und y, wenn x dann eben ein lokales Martingal ist. Mit stetigem Faden. Wenn ich jetzt hier ein stetiges Semimartingal habe, dann habe ich ja eine Summe aus dem lokalen Martingal und einen Prozess endlicher Variationen. Also muss die Formel hier insbesondere auch dann gelten, wenn der Prozess selber von lokal endlicher Variation ist. In dem Fall fällt hier hinten ja die Kovariation weg, weil die gibt es ja nur, wenn die quadratische Variation nicht 0 ist. Was ist denn jetzt also mit der Formel, wenn ich einen Prozess A habe von lokal endlicher Variation? Da schauen wir uns mal an, was at² ist. Ich mache jetzt hier noch einen Spezialfall, nämlich at
will ich schreiben können als Integral 0 t μ g ds. Also mein at ist genau das, was hier drin steht, hier. Also μ g ist jetzt hier vielleicht ein signiertes Maß. Ja, signiertes Maß. Und genauso kann ich ja so einen Prozess at hier nämlich darstellen. Hatten wir mal gesehen. Und jetzt habe ich hier Integral zum Quadrat. Und da gibt es ja den Trick, den man schon ganz oft hatte. Das ist dasselbe wie 2 mal Integral 0t, Integral 0s, μ g dr, μ g ds. Und das kann ich mir jetzt auch schreiben als, ja, zweimal schreibe ich ab, Integral über 0 bis t. Und hier drin steht ja mein as. As. Und hier hinten, das Integral μ g ds ist eigentlich mein das. Das. Das heißt, hier habe ich es auch gesehen. A, das hier zum Quadrat, was ja der linken Seite entspricht, wenn hier a steht, ist dasselbe wie 2 mal a integriert gegen a selber. Genau, das sind die beiden Vorbildungen. Das heißt, wir können es zurückziehen auf x gleich y. Und wenn x ein lokales Martingal ist, dann stimmt es hier. Und wenn x von lokale Integration ist, dann stimmt es auch. Wir müssen also jetzt noch Folgendes zeigen. Wenn x gleich a plus m ist, a natürlich ein Prozess lokale Integration, m lokales Martingal mit stetigem Faden, dann gilt diese Formel hier. Und in die Formel kann ich jetzt erstmal das hier einsetzen. Also das, was ich zeigen will, setze ich meine Darstellung ein und kann dann verwenden, dass ich ja für die einzelnen Komponenten schon die Formel gezeigt habe. Also a plus m zum Quadrat. Ja, was weiß ich denn da? Das ist nämlich a Quadrat plus 2am plus m Quadrat. A Quadrat, hatten wir gerade gesagt, ist 2a integriert gegen a. Mal den Term da hinten, da hatten wir gesagt, das ist nämlich 2 mal m integriert gegen m plus die quadratische Variation von m. Und das 2am schreibe ich nämlich einfach ab. Genau, und jetzt kann ich sogar wieder ein bisschen zusammenfassen. Noch nicht ganz. Ich behaupte, eigentlich reicht es, wenn ich Folgendes zeige, nämlich ich muss zeigen, dass a mal m dasselbe ist wie a integriert gegen m plus m integriert gegen a. Weil wenn ich das gezeigt habe hier, dann kann ich das hier hinten hier anwenden und a integriert gegen m kann ich zusammenfassen mit dem hier. Dann habe ich hier ein 2x integriert gegen m. M integriert gegen a kann ich damit zusammenfassen. Das ist dann auch ein 2x integriert gegen a. Und 2x integriert gegen a plus 2x integriert gegen m ist eben ein 2x integriert gegen x. Also genau das, was ich hier haben will. Genau. Und hier die quadratische Variation von m ist ja per Definition gleich der quadratischen Variation von x. Das heißt, zu zeigen bleibt diese Formel hier. Und das müssen wir jetzt noch per Hand machen. Wenn ich nämlich a integriert gegen m zum Zeitpunkt t plus m integriert gegen a zum Zeitpunkt t anschaue, dann kann ich das beispielsweise durch einen Grenzwert machen, indem ich mein Intervall 0t zerlege in Abschnitte, die alle ein Entel lang sind. Und a integriert gegen m, da muss ich ja k minus 1 t durch n, muss ich daneben und die Differenz, was mein n macht, minus m k minus 1 t durch n, das ist das erste Integral. Und das zweite, ja erstmal das Inkrement a, t durch n,
minus a k minus 1 t durch n. So. Hier muss ich jetzt eigentlich hinschreiben m k minus 1 t durch n, aber ich schreibe hin m k t durch n, was hier hinten geht, weil hier hinten ist es ja nur ein stieltes Integral. Bei stieltes Integral, die sind ja ein bisschen hübscher. Da kann ich hier irgendeinen Punkt zwischen dem und dem hier auswählen. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich deswegen gemacht, weil sie jetzt nämlich ein paar Sachen wegkürzen. Schauen wir mal. Grenzwert schreibe ich ab. Was kommt denn hier doppelt vor? Ich könnte mal mit Pink hier durchstreichen. Genau, was kommt denn hier doppelt vor? Ja, der Mischterm, ne? Also das hier mal ak minus 1 t durch n ist ja dasselbe wie das hier. Also die beiden gehen schon mal gegeneinander weg. Was bleibt dann also übrig? Das schreibe ich jetzt nochmal hin. Summe k von 1 bis n. Mkt durch n, akt durch n, minus m k minus 1 t durch n a k minus 1 t durch n. Und das geschulte Auge sieht sofort, das ist eine Teleskopsumme. Und übrig bleibt, weil wir davon ausgegangen sind, dass x0 gleich 0 ist, einfach mt at. Und damit haben wir gezeigt, was wir wollten. Weil das hier zum Zeitpunkt t ist gerade dieses und das zum Zeitpunkt t ist gerade dieses und die beiden Sachen sind gleich. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis hier. Genau, wir sollten ja das zeigen. Genau, sind wir einfach fertig. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, hier für stetige Seemann-Martingale gilt diese Formel der partiellen Integration. Also, um sich zu merken, Produkt auf der einen Seite, zwei Integrale, jeweils einmal so rum und einmal so rum, auf der anderen Seite, plus die Kovariation. Genau, machen wir kurz mal ein Beispiel. Das hatten wir nämlich schon mal, dieses Martingal, was hier steht. Wir hatten mal behauptet, das hier sei ein Martingal. Und ich behaupte noch Folgendes, das ist dieses Martingal hier und y ist das Martingal, xt² minus t, x hier in dem Beispiel natürlich eine braunsche Bewegung. Also, warum gilt das? Das gilt deswegen, weil ich nämlich schreiben kann, t mal xt² ist jetzt ja genau ein Produkt aus zwei Prozessen. Ein Prozess, sehr langweilig, den nenne ich mal Identität, also der einfach t auf t abbildet. Das ist ein Prozess von endlicher Variation. Und einmal den Prozess xt². Und dann haben wir schon gesehen, ja, was ist denn das? Das ist ja erstmal eine Summe aus Prozess integriert gegen den zweiten Prozess plus zweiter Prozess integriert gegen den ersten Prozess. Und dann käme jetzt hier noch die Kovariation aus dem Prozess und dem Prozess hier. Die ist aber 0, weil das hier keine quadratische Variation hat. Das heißt, das hier zum Zeitpunkt t habe ich eigentlich. Und hier steht xt². Das ist aber y plus t. Das heißt, ich kann hier weiterschreiben. Das ist it integriert gegen y. Y plus it integriert gegen it selbst. Und hinten schreibe ich ab. Plus xt² integriert gegen it zum Zeitpunkt t. Und ja, it integriert gegen y zum Zeitpunkt t, s Integral 0 bis t, s dys, und das ist schon mal die rechte Seite, die hier steht. It integriert gegen it, schreibe ich mal so, 0 bis t, s ds.
Integral SDS von 0 bis t ist ein halb t Quadrat, ist also genau der Term hier. Und übrig bleibt Integral 0 bis t xs Quadrat ds. Und das ist der Term hier. Das heißt insgesamt, das hier minus dem hier minus dem hier bleibt halt gerade der Term hier übrig. Und das war gerade die Behauptung. Genau. Beispiel abgehakt. Nächstes, was wir wollen. Da wollen wir uns nochmal mit der Kobe-Heizung beschäftigen. Und zwar hatten wir die für lokale Martingale schon mal angeschaut, aber für Semi-Martingale noch nicht so genau. Und jetzt wollen wir nochmal die Pfade angucken. Also die Kovariation, um die es hier geht, die will ich hier darstellen als ja Inkrement, was x macht, mal Inkrement, was y macht, in kleinen Zeitabständen. Das multipliziert, aufsummiert für so eine Partition des Intervalls 0 bis t, die halt immer feiner wird. Da wird behauptet, ja, das geht genauso. Diese Kovariation, die ja eigentlich nur definiert war als Kovariation aus lokaler Martingalanteil von x und lokaler Martingalanteil von y, die kann ich darstellen als eben ein Grenzwert von der Summe hier. Und das kann man eigentlich einfach hinschreiben und ein bisschen auf die Summanden aufpassen. Und zwar mache ich das folgendermaßen und brauche dann auch gleich noch das, was wir gerade hatten, nämlich diese partielle Integration. Ich will mal hinschreiben, was ist denn eigentlich xt mal yt? Und quasi die Rechnung, die wir gerade hier unten hatten, rückwärts machen. Und dazu schreibe ich erstmal xt yt als Teleskopsumme. Also habe ich eine Summe k von 1 bis n x t n k y t n k minus x t n k minus 1 y t n k minus 1. So. Und jetzt schreibe ich es komplizierter. Genau, xtnk minus 1, so, will ich hier integrieren gegen ytnk minus ytnk minus 1. Andersrum ytnk minus 1 xtnk minus xtnk minus 1 und dann schreibe ich mal, was für einen Fehler ich jetzt gemacht habe. Also übrig bleiben soll ja genau der Term xtnk ytnk, den gibt es hier jetzt gar nicht. Und den Term ytnk minus 1 xt in k minus 1 und den gibt es schon. Den gibt es ja 2-mal sogar, oder? Nämlich einmal hier und einmal hier. Genau. Und exakt wäre es ja gewesen, das haben wir ja gerade vorhin schon festgestellt, wenn das, was hier steht, ytnk gewesen wäre, weil dann hätte es den Term schon gegeben. Der hier wäre weggefallen mit dem hier zusammen und das hätte ich abgezogen. Also der, wenn geheißen hätte tnk, dann hätte ich welche schon fertig. Das heißt, was muss ich eigentlich gut machen? Aber vielleicht nicht in der Farbe. Plus ja, xtnk minus xtnk minus 1 mal
ytnk minus ytnk minus 1. So, das muss ich gut machen. Und wenn jetzt n gegen endlich geht, dann konvergieren die ersten beiden Summanden ja gegen x integriert gegen y zu Zeitpunkt t, der zweite gegen y integriert gegen x zum Zeitpunkt t und das letzte nenne ich einfach mal zt. Dieses hier, also Grenzwert für n gegen endlich. Und das ist ja genau das, was hier oben steht. Das ist ja genau der Term hier. Und ich wollte ja verstehen, dass zt dasselbe ist wie Kovariation von x und y zum Zeitpunkt t. Aber das geht auch gar nicht mehr anders, weil ich ja weiß, das hier minus das hier minus das hier ist laut der Formel für die partielle Integration gerade die Kovariation aus x und y einerseits. Andererseits ist es zt. Andererseits, ja genau, das heißt, es folgt unweigerlich, zt muss dann gleich der Kovariation aus x und y sein. Genau. Das hat sie aber noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was eigentlich diese Kovariation von zwei Semimartingalen ist, dass sie die auch pfadweise einfach so ausrechnen kann. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser berühmten Itô-Formel. Für die brauchen wir gleich nämlich die partielle Integration, deswegen haben wir die zuerst gemacht. Die Itô-Formel sagt das Folgende: Ich habe ein stetiges Semimartingal und ich habe eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Dann ist f von x wieder ein Semimartingal. Und ja, erstmal gibt es einen Anteil von endlicher Variation, das ist der hier, 1 halb f2 Stich von x mal quadratische Variation von x, also Integral gegenüber der quadratischen Variation, und noch ein Anteil f Strich von x integriert gegen x, was ja auch wieder ein Semimartingal ist. Wie zeigt man das? Wir zeigen das nicht jetzt ganz komplett, aber man kann sich schon vorstellen, was dann sonst noch passiert. Wir zeigen, ich definieren wir jetzt erstmal die Menge an Fs, für die diese Formel gilt. Und ich behaupte erstmal, die ist abgeschlossen unter Multiplikation. Abgeschlossen unter Multiplikation. Und eins ist auch klar, wenn F die Identität ist, dann stimmt die Formel. Weil dann ist hier x. Dann steht hier 1 integriert gegen x plus x0. Ja, das ist nämlich gerade wieder xt, also zum Zeitpunkt t. Und hier hinten f2' ist dann ja 0, das hinten fällt einfach weg. Das heißt, die Identität ist hier sicher drin. Und wenn ich zeige, die ist abgeschlossen unter Multiplikation, dann heißt es, ja, alle Polynome sind in C, heißt es ja. Genau, alle Polynome sind 10, weil nämlich auch noch gilt, dass das sieht man aber schnell, ja, abgeschlossen unter Addition ist es hier sowieso, weil sich das ja nur links und rechts hier additiv auseinanderzieht, weil Ableitungen ja auch linear sind. Also abgeschlossen unter Addition ist klar. Wenn es auch noch abgeschlossen unter Multiplikation ist, dann weiß ich automatisch, weil Identität drin ist, dass alle Polynome in C drin sind. Und alle f aus der Menge hier lassen sich halt approximieren, uniform auf kompakter, durch Polynome. Das heißt, wenn ich das hier gezeigt habe, höre ich auf. Der Rest ist einfach Approximation durch Polynome. Zeigen wir das also. Ich will zwei Funktionen f und g, die beide in C sind. Beide sind in C. Ich nehme also f und g aus C her und will wissen, ist dann f mal g auch in C. Dazu verwende ich f mal g von x minus fg von x0. Das will ich mal auf die andere Seite gleich bringen. Dann weiß ich ja nach der Formel für die partielle Integration, fg von x, das ist ja f von x mal g von x. Das heißt, ich muss hier einmal f von x integrieren gegen g von x. Ich muss einmal g von x integrieren gegen f von x.
Und ich brauche noch die Kovariation f von x und g von x. Genau. Und was mache ich jetzt? Jetzt verwende ich, dass g von x ja in meinem c ist. Das heißt, für g von x gilt die Formel. Und für das f von x hier gilt die Formel halt genauso. Das heißt, ich schreibe f von x ab. Und das muss ich hier integrieren gegen, ja, g von x, Formel angewandt. Auswertung bei 0 lassen wir weg. Also g' von x integriert gegen x plus 1 halb g2' von x integriert gegen quadratische Variation von x. Das ist der eine Term. Der nächste ist einfach umgedreht. G von x integriert gegen f' von x integriert gegen x plus 1 halb f2' von x integriert gegen quadratische Variation von x. Und dann bleibt noch was übrig, nämlich hier hinten haben wir ja noch die Kovariation von f von x und g von x. Ich weiß aber, dass die Kovariation von, ja, wenn ich das hier einsetze für f und für g, dann weiß ich auch, ja, den Term hier hinten kann ich ignorieren, weil der liefert mir keine quadratische Variation. Aber der hier, das heißt, was da hinten übrig bleibt, das ist die Kovariation aus f' von x integriert gegen x integriert gegen x, Entschuldigung, integriert gegen x und g' von x integriert gegen x. So. Und jetzt kann ich ein paar Sachen zusammenfassen. Was habe ich denn? Ich habe nämlich hier g mal, also erstmal Rechenregel hatten wir auch schon mal. Stochastisches Integral bezüglich dem stochastischen Integral hier heißt, ich darf einfach die beiden Sachen hier miteinander multiplizieren. Dann habe ich hier g mal f' plus f mal g'. Das heißt, f mal g' plus f'g. Das Ganze hier von x integriert gegen x. Und habe jetzt damit schon verarztet, ja, den Term und den Term. Genau, die sind schon mal wichtig. Und dann habe ich jetzt hier alles Mögliche hier integriert bezüglich der quadratischen Variation von x. Nämlich einmal habe ich 1 halb f mal g2' plus 1 halb g mal f2'. Und hier hinten, da wissen wir, das ist eine Kovariation, da kann ich f' von x hier rausziehen. F' kann ich rausziehen, g' kann ich auch rausziehen, also es bleibt übrig. F' mal g' integriert gegen, ja, quadratische Variation von x. Das heißt, was bleibt denn dann übrig? Plus 1 halb, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, f mal g2' plus g mal f2' plus, und jetzt sehen wir hier hinten ja, f' g' mit der 1 halb, die ich ausgeklammert habe, 2 f' g' und das Ganze hier von x integriert gegen quadratische Variation von x. Und jetzt sehen Sie sicherlich schon, fg' plus f' g ist ja fg' von x integriert gegen x. Und da hinten habe ich 1 halb und hier steht einfach die zweite Ableitung von f mal g, weil diese fg' plus gf2' plus 2f' g'. Also f mal g 2' von x integriert gegen quadratische Variation von x. Und genau das wollte ich ja. Weil jetzt habe ich gezeigt, für f mal g ist das hier ja gerade die Formel von hier oben. Das heißt, wenn f und g in c ist,
Dann ist auch, haben wir jetzt also gezeigt, f mal g ist auch in C. Und damit, haben wir gerade gesagt, sind alle Polynome hier in C. Und die Approximation kann ich dann erreichen, dass alle f, also alle Funktionen in C sind. Genau. So. Kurz noch eine Bemerkung bei der Brownschen Bewegung beispielsweise jetzt hier in der ersten Bemerkung. Da hatten wir nämlich schon mal Folgendes gesehen, das haben wir schon mal ausgerechnet, dass nämlich das Integral f' dx ist dasselbe ist wie f von x minus 1/2 mal f2' von x. Das haben wir gemacht, als wir gesagt haben, ja das hier, da wissen wir, das ist ein Martingal, weil x ja ein Markov-Prozess ist. Und das ist einfach f von x minus 1/2 minus Integral über Generator. Der ist 1/2 mal f2'. Und dann haben wir uns gefragt, was für ein Martingal ist denn das? Und sind drauf gekommen, ah, genau dieses Martingal ist das. Und das können wir jetzt wieder sagen, weil das ist einfach genau die Itô-Formel für die Brownsche Bewegung, weil das ds hier ja gerade der quadratische Variationsprozess ist. Und ja, jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, die Schreibweisen, die es so gibt. Also das hier ist ja nur eine Schreibweise. Das ist eine andere Schreibweise, wo ich jemals Zeitpunkt t ausrechne. Noch eine andere Schreibweise ist das hier, die man auch oft sieht. Df von x ist f' von x dx plus 1/2 f2' von x dx, die quadratische Funktion von x. Und da sieht man nämlich eine Sache, im Unterschied nämlich zu dem, was man normalerweise hat. Wenn man eine gewöhnliche Differentialgleichung beispielsweise hat, da hat man eigentlich df von x durch dx, ja das müsste eigentlich f' von x sein. Ja, gilt hier aber nicht, hier kommt noch was dazu, hier kommt noch dieser Term dazu. Genau, also kann man sich merken, df nach dx ist nicht f' von x, sondern da kommt jetzt hier noch was dazu. Das liegt natürlich daran, dass das hier ein strahlendes Integral ist und da kann ich nicht einfach das dx hier so rüber dividieren. Das geht halt einfach bei strahlenden Integralen nicht. Aber es geht fast und das wollen wir jetzt noch beleuchten. Ich hatte gerade schon gesagt, wir haben das Itô-Lemma bewiesen, die Itô-Formel. Entsprechend das Integral, das wir ja immer hier haben, das ist das sogenannte Itô-Integral. Und es gibt noch ein anderes, das heißt das Stratonovic-Integral, die hängen aber eng zusammen. Also Itô und Stratonovic kann man einfach ineinander umrechnen und das will ich jetzt hier auf der Folie machen. Beim Itô-Integral war es ja so, erstmal war der Punkt hier kleiner und außerdem war hier nicht ein Halb gestanden und das hier war auch nicht gestanden, sondern eben nur hier, was macht der Prozess am Anfangspunkt des Intervalls, also an dem Zeitpunkt hier, mal der Differenz. Und ich hätte es natürlich jetzt auch so machen können, wie es hier beim Stratonovic-Integral ist. Ich hätte einfach ja, den Mittelpunkt nehmen können, beispielsweise. Ja, wenn ich mir dieses Stratonovic-Integral jetzt angucke hier, dann kann ich es erstmal hinschreiben und schauen, wie ich das Ganze ins Itô-Integral überführe. Dazu schreibe ich das Stratonovic-Integral ein bisschen anders hin, sodass ich eben gerade hier hinten einmal das Itô-Integral wiederfinde. Also, ja, was mache ich hier? Also hier habe ich ein HTI oben n stehen. Und zusammen mit dem hier gibt es ja gerade 1/2 und dann die Summe aus den beiden. Also gerade das, wie das Stratonovic-Integral hier definiert ist. Und das, was hier vorne steht, haben wir ja gerade schon festgestellt, aha, das wird ja gerade die Kovariation aus dem Prozess H und dem Prozess X halbe. Also genau das hier. Und das da hinten wird gerade das Itô-Integral. Das heißt, das hier ist gerade die Umrechenformel vom Stratonovic-Integral ins Itô-Integral. Das heißt, wir haben ja heute ganz am Anfang angefangen, x² haben wir dargestellt als 2x integriert gegen x plus die quadratische Variation von x. Wenn ich mir das aber anschaue, also 2x integriert gegen x, also hier eine 2 davor, plus quadratische Variation ist gerade hier dem Stratonovic-Integral, also 2x Stratonovic integriert gegen x. Und entsprechend gibt es dann auch die Itô-Formel für das Stratonovic-Integral sozusagen. Das ist jetzt aber einfach
Ja, die Formel hier, da fällt jetzt nämlich die quadratische Operation weg, weil die versteckt sich nämlich hier in dem Stochastikintegral selber. Das nur nebenbei, weil sie in der Stochastik nämlich eigentlich das Itô-Integral durchgesetzt hat. Und der Grund ist, ja, man integriert hier was, was man bereits kennt, gegen das, was noch kommt. Das ist irgendwie das bessere Konzept, dass das hier diese Prävisibilität dieses Prozesses hier bedeutet. Sehr gut. Jetzt sind wir mit Kapitel 19 fertig und am nächsten Mal gibt es dann Anwendungen der Itô-Formel.